Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich freue mich, dass ich jetzt zum ersten Mal seit so vielen Jahren hier mal nach Bonn an die Epileptologie kommen kann. Ich habe ja in Magdeburg promoviert, also Magdeburg-Bremen, da bei Hans-Jochen Heinze. Und da hat man natürlich immer in den höchsten Tönen von der Epileptologie hier und von den Möglichkeiten der tiefen Hirnableitungen gesprochen. Und jetzt mit den Möglichkeiten zur Einzelzellableitung wird es natürlich immer spannender, was hier passiert. Was wir machen, ist natürlich eine ganz andere Auflösungsstufe. Wir verwenden überwiegend funktionelle Kernspintomographie. Und zwar mit der Frage, wie ist bewusste Wahrnehmung, bewusstes Erleben und bewusste Handlungssteuerung im Gehirn realisiert. Und das Markenzeichen, das wir in unserer Forschung haben, ist, dass wir sogenannte Klassifikationsanalysen verwenden und die auf Kernspindaten anwenden. Und die Idee dabei ist, zu schauen, was man über die mentalen Zustände einer Person, ganz abstrakt gesprochen, aus der Hirnaktivität auslesen kann. Also Sie kennen das alle, Sie schauen sich jetzt so ein Gehirn an und jetzt können wir da mal irgendwo reinzoomen und können uns die Areale, die Brodmann-Areale anschauen, wir können uns die kortikalen Kolumnen anschauen, wir können uns die einzelnen Zellen anschauen. Und wenn wir diese Aktivität messen, dann ist da jetzt nichts an dieser Aktivität, was uns sagt, was die Person erlebt, wenn eine bestimmte Nervenzelle feuert. Ja? Ohne dass wir die Person gefragt haben, ist da nichts an der Aktivität dieser Nervenzelle. Ja? Das ist, Johannes Müller hat das Ganze als das Gesetz der spezifischen Sinnesenergien formuliert. Das ist die Idee, irgendwas muss anscheinend unterschiedlich sein, was einer Zelle im visuellen System die Eigenschaft gibt, dass wir dann bestimmte Farben sehen oder bestimmte Helligkeiten, und irgendwas an einer Zelle im auditorischen System muss so beschaffen sein, dass wir dann Töne hören. Aber wenn wir uns die Zytoarchitektur angucken, diesen Regionen, die Zytoarchitektur ist sehr ähnlich, die lokale Verschaltungsstruktur, die kortikale Kolumne ist sehr ähnlich. Aber warum führt die Verarbeitung oder die Aktivität in der einen Zelle zu einem Roterlebnis und in dem anderen zu einem Klangerlebnis? Solche Fragen kann man sehr schwer beantworten, einfach nur, wenn man die Hirnaktivität alleine misst. Wir müssen also versuchen zu korrelieren, nämlich die Hirnaktivität in diesen verschiedenen Regionen mit den Berichten, die eine Person abgibt, darüber, was sie gerade erlebt. Und wir haben uns damit in unserer Forschung beschäftigt. Die Frage ist also, wenn man jetzt Hirnaktivität misst, wie viel kann man darüber in Erfahrung bringen, was eine Person gerade denkt, erlebt, plant und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht die populärwissenschaftliche Umschreibung dessen, was wir alle machen. Wenn wir mit den Zeitungen sprechen, dann sagen wir alle, ja, wir gucken im Gehirn nach, was passiert, wenn man denkt, und versuchen herauszufinden, was das Gehirn tut, wenn man denkt. Nein, in unserer Forschung geht es mit mathematischen Verfahren ganz konkret um die Frage, was genau kann man von einer Messung der Hirnaktivität in Erfahrung bringen darüber, was eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt denkt. Und man kann das Ganze jetzt populärwissenschaftlich, wird das Ganze dann schnell als Gedankenlesen abgetan. Es ist natürlich etwas, was man auch gerne aus technischen Gründen können möchte, zum Beispiel Gehirn-Computerschnittstellen. Wenn Sie eine Prothese per Gedankenkraft steuern wollen, dann können Sie die Hirnaktivität mit Hilfe von EEG messen und können dann versuchen, eine Prothese zu steuern. Also zum Beispiel, dass der Arm sich bewegt, einfach nur, wenn die Person denkt, Arm rauf oder Arm runter. Und in diesen Fällen wollen wir natürlich die mentalen Zustände einer Person aus ihrer Hirnaktivität auslesen. Das heißt also, was ich Ihnen jetzt hier zeigen möchte, ist ein Überblick über dieses Forschungsgebiet, wie man versucht, die mentalen Zustände, die Gedanken einer Person aus der Hirnaktivität auszulesen. Es ist so, wie man sich vielleicht als Physiker die Frage stellt, was müsste man denn für physikalische Probleme lösen, wenn man eine Zeitreise machen wollte? So ähnlich möchte ich einfach hier zeigen, was für Probleme müsste man lösen, wenn man die Gedanken einer Person aus ihrer Hirnaktivität auslesen möchte. Das ist also eine Frage, die, sagen wir mal, sehr anspruchsvoll ist. Es geht sehr weit in die Zukunft. Aber dadurch, dass man sich diese Frage erstmal allgemein stellt, kann man so die Probleme sehen, die man lösen muss, wenn man so eine Technik realisieren möchte. Und fangen wir mal ganz einfach an. Also Gedanken lesen.
Gedankenlesen ist etwas, was wir eigentlich sehr gut können, zumindest zu einem gewissen Grad. In der Kognitionswissenschaft nennt man das Ganze Theory of Mind, also meine Fähigkeit, die mentalen Zustände einer anderen Person zu erfassen. Und was stehen uns dabei für Signale zur Verfügung? Wir haben also Mimik und Gestik zur Verfügung. Wir haben also hier, können wir anhand des Gesichtsausdrucks dieser Person sehen, dass die eine Person erschreckt ist und die andere Person freut sich und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass wir das nicht besonders gut erkennen können, warum die Person in diesem emotionalen Zustand ist. Wir wissen also nicht, warum diese Person zum Beispiel erstaunt ist. Wir wissen nicht, warum diese Person hier ärgerlich ist. Ja? Wir müssten also tiefer an die Gedanken der Person ran, um zu verstehen, was hat die Person eigentlich genau gedacht, dass sie ärgerlich gemacht hat. Wir sind also Grenzen gesetzt darin, in Alltagsinteraktionen festzustellen, was eine andere Person denkt. Und jetzt könnte man einfach die Neurowissenschaft ins Spiel bringen. Man misst also die Hirnaktivität mit irgendeinem obskuren Messgerät. Da wird man nicht sehr weit mitkommen. Oder wir nehmen jetzt moderne Kernspintomographen und messen damit die Hirnaktivität, bekommen Signale. Und take it all in, put it back together again, wie es so schön im Film hieß. Und dann bekommen wir eine Einschätzung davon oder eine Schätzung davon, was die Person zu dem Zeitpunkt sich gerade visuell vorgestellt hat zum Beispiel. Und Sie wissen, das grobe Forschungsgebiet, um das es hier geht, das ist das Forschungsgebiet des Brain Reading, des Gehirnlesens. Das ist nämlich ein grauenhaftes Label, weil man damit suggeriert, dass man tatsächlich etwas wie Lesen betreibt, dass man also tatsächlich die Sprache des Gehirns, also die Syntax und Grammatik der Hirnaktivität verstehen würde. Das tut man natürlich nicht. Was man macht, ist, man verwendet statistische Verfahren, um eine Zuordnung zu machen zwischen den Gedanken, die eine Person hat, und den Hirnaktivitätszuständen. Und wie wir das machen mit den multivariaten Analyseverfahren, die wir verwenden, möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wir verwenden die funktionelle Kernspintomographie, da muss ich Ihnen nichts drüber erzählen. Dann legt man ein Messgitter über das Gehirn mit einer Auflösung zwischen 1 und 3 mm, misst Änderungen im Sauerstoffgehalt des Blutes, die mit so einer gewissen Latenz auftreten und zeitlichen Smoothing. Und jetzt geht es darum, jetzt nehmen wir mal diesen Kernspintomographen, um eine ganz einfache Gedankenlesemaschine zu bauen. Diese ist jetzt noch sehr einfach. Fangen wir mit der einfachsten Möglichkeit an. Die einfachste Möglichkeit ist, eine von zwei möglichen Gedanken, die eine Person hat, aus ihrer Hirnaktivität auszulesen. So, was nehmen wir da für Gedanken? Wir können jetzt einfach mal zufällig in die Trickkiste greifen und sagen wir mal, Personen können jetzt schon an Häuser oder an Gesichter denken. Die Wahl ist nicht ganz zufällig, weil man spezialisierte Regionen kennt, die für die Verarbeitung von Häusern und von Gesichtern zuständig sind, das Hausareal und das Gesichtsareal. Und was jetzt hier gemacht wurde, ist eine Studie von Craven und Kenwischer. Man hat Personen gebeten, sich entweder Gebäude vorzustellen oder sich Gesichter vorzustellen. Und zwar wären die Pfeile zu den Zeitpunkten, die mit den Pfeilen hier angezeigt sind. Und was man sieht ist, das ist nicht irgendwelche gemittelte Zeit hier, sondern das ist einfach das rohe Kernspinsignal aus dem Gesichtsareal und aus dem Hausareal, während eine Person sich in verschiedenen Phasen entweder Gesichter oder Häuser vorstellt. Das Pfeil ist der Patient oder der Proband sagt, Nee, die wurden gecued, zu dem Zeitpunkt an ein Haus zu denken und dann über ein paar Sekunden an ein Haus zu denken oder an ein Gesicht zu denken über ein paar Sekunden. Entscheidend ist, dass die Aktivität in diesen korrespondierenden Regionen erhöht ist, wenn die Person an ein Haus denkt, beziehungsweise wenn sie an ein Gesicht denkt. Das sind jetzt keine Mittelwerte hier. Das ist nicht das, was Leute normalerweise mit Kernspindaten messen ist. Sie messen das in ihrem Scanner und dann geben sie es einem Statistiker und dann machen sie sich viele Sorgen darum, ob ihre P-Werte stimmen werden hinterher, wenn sie die Studie ausgewertet haben, sondern das sind rohe Zeitreihen des Kernspinsignals. Man kann aus diesen rohen Zeitreihen des Kernspinsignals anhand dessen allein schon auslesen, ob eine Person gerade an ein Haus oder an ein Gesicht denkt, weil die Aktivität in dem korrespondierenden Areal erhöht ist. Das ist jetzt erstmal der Anfangspunkt. Also jetzt könnte man daraus eine Rezeptur ableiten. Die Rezeptur könnte sein, man sagt jetzt, okay, wenn ich die Gedanken einer Person aus der Hirnaktivität auslesen will, dann muss ich einfach nur für die Gedanken, die ich auslesen will, die spezialisierten Regionen finden. Hier sind ja mal zwei. Oder wenn ich andere Gedanken auslesen will, dann kann ich ganz einfach die spezialisierten Regionen nehmen, kann daraus dann die Hirnaktivität messen und dann kann ich feststellen, dass die Person diesen Gedanken gerade hat.
Ganz einfach. Es gibt aber ein kleines Problem. Jetzt fangen wir mal an mit allen anderen möglichen Gedanken, die man so haben kann. Zum Beispiel Gesichter, Häuser, Schuhe, Scheren etc. pp. Jetzt können wir sagen, okay, wir finden also jetzt einfach mal das Katzen- und das Scheren- und das Stuhlareal und dann messen wir einfach die Aktivität in diesen Regionen und dann schauen wir mal, wo die Aktivität erhöht ist. Dann wissen wir, dass die Person gerade daran denkt. Und jetzt kommt eigentlich die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist nämlich, dass wenn man die Hirnaktivität misst, das wissen die meisten von Ihnen sowieso, dass die gar nicht so aussieht, dass man ein einfaches Gesichtsareal und ein einfaches Hausareal findet. Es gibt eigentlich diese hart spezialisierten Module, die gibt es gar nicht. Ja? Das ist eine Fiktion, eine Idealisierung gewesen der Forschung der 90er Jahre. Was es stattdessen gibt, ist, hier sehen Sie also Schichten im Bereich des Temporallappens, wo heiße Farben, da ist die FMRT-Aktivität erhöht und kalte Farben, da ist die FMRT-Aktivität vermindert. Und Sie sehen, dass wenn überhaupt irgendwas hier einen Unterschied macht zwischen diesen verschiedenen Gedanken, die eine Person haben kann, dann ist es nicht eine einzige Stelle im Gehirn, die einen Inhalt kodiert, sondern es ist das räumlich verteilte Aktivitätsmuster, das anscheinend diese verschiedenen Gedanken hier kodiert. Sie müssen also in diesem Temporallappen nicht an einer einzigen Stelle gucken, sondern Sie müssen sich das gesamte verteilte, räumlich verteilte Aktivitätsmuster anschauen. Wir sprechen immer gerne von Mustern der Hirnaktivität. Aber hier ist es wörtlich gemeint. Wir haben hier ein räumliches Muster der Hirnaktivität, das wir als räumliches Muster analysieren müssen. Nun klingt das alles ganz einfach und Sie werden sagen, naja, aber wir machen doch schon immer diese Musteranalysen. Wir machen unsere Kernspinanalysen so, dass wir einfach an jeder Stelle gucken, wo Aktivität ist, wenn jemand an etwas denkt, und dann plotten wir dann dieses Muster über die Hirnaktivität. Das ist aber etwas anderes, weil wenn Sie eine klassische Kernspinanalyse machen, dann schauen Sie sich immer nur eine einzige kleine Stelle im Gehirn auf einmal an, machen die ganze Statistik für diese Stelle im Gehirn und dann gehen Sie zur nächsten Stelle im Gehirn weiter und weiter und so weiter und fort. Aber die Information, die bekommen Sie so nicht optimal ausgelesen. Das, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen ein mathematisches Verfahren finden, mit dem Sie das gesamte räumliche Muster der Hirnaktivität gleichzeitig verarbeiten können. Sie müssen also Mustererkennung treiben. Und das macht man mit statistischen Verfahren, die in verschiedenen Bereichen technisch eingesetzt werden. Ein Bereich, in dem es viel eingesetzt wird, ist zum Beispiel zur Erkennung von Fingerabdrücken. Das heißt, wenn Sie eine Person erkennen auf der Basis eines Fingerabdrucks, was Sie dann haben, ist, Sie haben eine Datenbank, da sind räumliche Muster, nämlich die Erhebungen auf dem Finger, und dann ist in der Kartei ist dann zugeordnet, das ist diese und diese Person. Jetzt haben Sie es mit der Hirnaktivität, mit dem Hirnaktivitätsmuster, mit etwas ganz Ähnlichem zu tun, nämlich Sie haben ein räumliches Muster und jetzt wollen Sie dem aber nicht Personen zuordnen, sondern Gedanken, die die Person zu dem Zeitpunkt gerade hat. Das heißt, wir hacken jetzt also einfach die Software, die normalerweise Fingerabdrücke erkennt, und füttern da jetzt Hirnaktivitätsmuster ein und versuchen zu dekodieren, welchen Gedanken eine Person gerade hat, zum Beispiel an welches dieser verschiedenen Objekte die Person gerade denkt. Jetzt kann man ja alles Mögliche behaupten, was man kann. Also solange man es nicht richtig demonstrieren kann, es ist ja einfach nur eine statistische Analyse. Und der härteste Test ist, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt gemacht und es funktioniert auch, ich kann das, nämlich ich kann mich ein neues Aktivitätsmuster messen und weiß jetzt nicht, was die Person da gerade gedacht hat. Und jetzt muss ich schauen, kann dieser Classifier, dieser Dekodierungsalgorithmus auslesen, welche Gedanken die Person gerade gehabt hat, als dieses Hirnaktivitätsmuster aktiv war. Sie füttern das also durch die Klassifikation und rauskommt, hier zum Beispiel, die Person hat gerade an einen Stuhl gedacht. Und das hätten Sie sich vielleicht auch denken können, weil das Aktivitätsmuster hier dem ähnlich ist, das man bekommt, wenn man an einen Stuhl denkt. Es wird dann nur irgendwann unübersichtlich. Ja? Also Sie können das nicht alles nur mit visueller Inspektion klären, sondern Sie brauchen dafür Mustererkennungsalgorithmen, die diese Probleme für Sie lösen. Damit ist eigentlich schon das Programm aufgesetzt. Und was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist, wie man das verwenden kann, um verschiedene Arten von kognitiven Fragestellungen zu bearbeiten. Vergessen wir das hier mal. Das hier ist eine Studie, wo wir gezeigt haben, dass man quasi online auslesen kann aus der Hirnaktivität, welche Erlebnisse eine Person gerade hat. Was Sie hier sehen, ist ein visuelles Phänomen, das nennt sich binokuläre Rivalität bzw. beidäugiger Wettstreit.
Das passiert dann, wenn Sie konfligierenden Input in beide Augen reingeben. Sie kennen das, wenn irgendwas vor Ihrem Auge ist, dann haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie das sehen, was vor dem Auge ist, und manchmal sehen Sie quasi den Hintergrund, als ob das transparent wäre. Aber Ihr Bewusstsein kann quasi hin und her springen zwischen den Dingen, die zu dem einen Auge präsentiert werden und die in das andere Auge präsentiert werden. Und ganz ähnlich macht sich dieses Phänomen das zunutze. Was Sie haben, ist, Sie haben diesen Reiz hier, den Sie links unten sehen, diesen hier, und Sie schauen sich den mit einer Filterbrille an, sodass man eine rote Filterbrille über dem linken Auge hat und eine blaue Filterbrille über dem rechten Auge. Und die Konsequenz davon ist, dass Sie auf dem linken Auge, das linke Auge, die linke Retina bekommt nur die roten Streifen zu sehen und die rechte Retina bekommt nur die blauen Streifen zu sehen. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, in Ihrer Wahrnehmung wird das einfach wieder zusammengesetzt. Sie sehen rote Streifen auf blauen Streifen. Das ist aber nicht so. Ihre Wahrnehmung springt zufällig hin und her zwischen Phasen, wo Sie das Rote sehen und Phasen, wo Sie das Blaue sehen. Das ist einfach dieser beidäugige Wettstreit. Und hier haben wir Probanden gebeten, uns einfach mal zu sagen, was sie gerade sehen, ob sie blau oder rot sehen. Und sie drücken dann also einen Knopf, um uns zu sagen, welchen Reiz sie jetzt gerade von den beiden sehen. Wir sehen das hier, rot und blau, da werden also die Knöpfe gedrückt. Und wir versuchen jetzt, wir trainieren jetzt diese Klassifikationsalgorithmus auf räumlichen Mustern der Hirnaktivität im frühen visuellen System, in V1 bis V3. Da haben wir also räumliche Muster der Hirnaktivität und wir füttern jetzt diesen Dekodierungsalgorithmus mit einer ganzen Reihe von Mustern. Diese Muster, zum Beispiel, die wir kriegen, wenn eine Person gerade bewusst rot sieht, und Mustern, die wir bekommen, wenn eine Person gerade bewusst blau sieht. Denken Sie daran, dass sich in dem Reiz gar nichts ändert die ganze Zeit. Es springt einfach nur in Ihrem bewussten Erleben hin und her. Im Reiz ändert sich gar nichts, wie eine Kippfigur. So, und jetzt testen wir diesen Classifier. Der wird jetzt getestet auf einen neuen Datensatz. Da wissen Sie also nur, das ist die Hirnaktivität über eine Phase von 3 Minuten. Und Sie sollen jetzt mit dem Classifier sagen, ob die Person zu jedem Zeitpunkt gerade rot oder blau gesehen hat. Und oh Wunder, sonst würde ich es Ihnen wahrscheinlich auch nicht zeigen, also sonst würde ich Ihnen vielleicht eine andere Studie zeigen und sagen, die hier hat nicht funktioniert, aber es hat funktioniert. Das ist der Output des Classifiers hier. Wir sehen, dass es hier quasi zwischen einer Schätzung, hier sollen Phasen sein, glaubt der Classifier, aus der Hirnaktivität, wo die Person gerade blau sieht, und hier sind Phasen, wo die Person gerade rot sieht, und die Klassifikation springt quasi so hin und her. Also auf der Basis der Hirnaktivität kann man rekonstruieren, welche bewusste Wahrnehmung eine Person gerade hat, auch wenn sich an dem Stimulus gar nichts ändert, sondern ein Hin- und Herspringen allein in unserer bewussten Wahrnehmung stattfindet. So, das können wir mal aus, lass das mal weg. Aber wir haben uns mit verschiedenen Varianten dieser visuellen Informationsverarbeitung im Laufe der Zeit beschäftigt und ich habe dann noch ein zweites Gebiet mit dazugenommen, und zwar hat mich neben der visuellen Verarbeitung auch interessiert, und das ist vielleicht für Mediziner interessanter, wie Menschen Verhaltensprogramme realisieren. Ja? Wie setzen wir uns Ziele, wie versuchen wir diese Ziele in der Welt zu realisieren durch Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und das, was mich daran so interessiert, ist, dass der Großteil der Neurowissenschaft aus so einer Situation sich zusammensetzt. Wir zeigen einen Reiz, irgendeine Art, ein Bild, einen Ton, einen haptischen Reiz, einen olfaktorischen Reiz, und die Person muss normalerweise diesen Reiz ganz schnell klassifizieren. Das ist einfach das, was man in der Neurowissenschaft normalerweise macht. Und warum machen wir das? Wir machen das deswegen, erstens, weil wenn wir den Reiz geben, wissen wir, wann die Reaktion im Gehirn relativ systematisch auftritt. Ja, wir können das Timing damit einfach ein bisschen besser einschätzen. Ja, das ist eigentlich einer der Hauptgründe. Und dann wollen wir auch noch wissen, wie schnell das Ganze verarbeitet worden ist. Wir messen also hier Reaktionszeiten auf diese Reize. Aber schauen Sie sich doch mal Ihr Alltagsverhalten an, ja, wenn jetzt Ihr Patient zu Ihnen kommt. Die meisten Patienten werden nicht
zu Ihnen kommen und sagen, ich kann jetzt irgendwie kein Rot mehr sehen, Blau und Rot kann ich nicht mehr so gut unterscheiden, ist doch viel häufiger der Fall, dass man bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr realisieren kann. Das ist ja eigentlich das viel größere Problem. Und diese Verhaltensweisen sind aber nicht einfach nur durch einen Reiz getriggerte automatische Verhaltensweisen, wo Sie ganz schnell und stereotyp eine bestimmte Abfolge von kortikalen Verarbeitungsschritten haben, den schnellen Reaktionen zeigen sollen, sondern die meisten Verhaltensweisen, die wir ausüben, sind spontan proaktive Verhaltensweisen. Ja. Ich stehe heute Morgen auf, beschließe, dass ich nach Bonn fliege, nehme das Flugzeug, setze mich ins Taxi und so weiter und so fort. Die ganzen Einzelschritte davon, die kann ich selber planen und dann führe ich diesen Plan aus. Aber es gibt jetzt keine Umweltreize, die mich steuern und programmieren, dass ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege. Es ist sehr schwierig, in den Neurowissenschaften solche Situationen zu untersuchen. Ihre Epilepsiepatienten, die in den Betten da oben liegen, ja, diese Epilepsiepatienten sind nicht unter Stimuluskontrolle. Die liegen da und denken sich auf einmal, ich möchte jetzt ein Buch lesen. Dann drehen sie sich um und nehmen sich ein Buch und lesen ein Buch. Das ist nicht durch einen Reiz getriggert, sondern das ist durch einen Plan getriggert. Oh, ich möchte ein Buch lesen. Und die Frage ist, können Sie diese spontan erzeugten Pläne, die diese Personen haben, aus der Hirnaktivität auslesen? Und das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden zeigen, und zwar mit einem einfachen Experiment. Vergessen wir das hier mal. Und zwar ging es darum, verborgene Absichten aus der Hirnaktivität auszulesen. Die Idee ist, Sie fassen einen Beschluss, dass Sie etwas Bestimmtes machen wollen. Zum Beispiel stellen Sie sich Ihren Patienten vor, der liegt im Bett und hat sich überlegt, ich möchte gleich nach dem Buch greifen. Aber er hat noch nicht angefangen, nach dem Buch zu greifen. Was an der Hirnaktivität verrät uns, dass diese Person diesen Entschluss gefasst hat, das zu tun? Äußerlich im Verhalten können wir es nicht sehen. Aber wenn die Person diesen Entschluss gefasst hat und wir sind keine Dualisten, dann müssen wir annehmen, dass irgendwo im Gehirn dieser Plan gespeichert ist. Und das haben wir in folgender Studie untersucht. Und zwar konnten Probanden sich da selber aussuchen, was sie tun wollten. Sie hatten nicht ganz so viele Optionen, sie hatten genau gesagt nur 2 Optionen, aber sie konnten sich aussuchen, in jedem Durchgang selber, welche dieser beiden Optionen sie jetzt gerade bearbeiten wollten. Und zwar begann es damit, dass man sich die Aufgabe aussuchen konnte, und zwar ob man addieren oder subtrahieren wollte. Und dann gab es so eine Verzögerungsphase, nachdem sie sich das ausgesucht hatten. Und dann kamen erst die Zahlen und Sie konnten die Addition oder Subtraktion durchführen. Konkret war es so, hier stand Select auf dem Bildschirm, dann sollten Sie sich also addieren oder subtrahieren auswählen. Dann gab es so eine Delay-Periode und dann erst gab es die Zahlen zu sehen. Und dann konnten Sie also die entsprechenden Knöpfe drücken, die uns sagen sollten, wie Sie jetzt gerechnet hatten oder was Ihr Ergebnis war. Entscheidend ist, aus dieser Phase hier, nachdem Sie sich ausgesucht hatten, was Sie tun wollen, aber bevor Sie jetzt die Zahlen gesehen haben, da ist der Plan verdeckt im Gehirn. Also es gibt nichts an dem Verhalten der Person, das uns sagt, was sie gewählt hat, sondern einfach nur eine mentale Repräsentation eines Ziels, das sie gleich realisieren wird. Und jetzt machen wir eine ganz ähnliche Dekodierung wie die ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wir suchen jetzt einfach mal in der Hirnaktivität nach der Speicherung dieses Zieles. Zielrepräsentation. Man weiß darüber in der Neurowissenschaft eigentlich relativ wenig. Ja? Wir wissen vielleicht, dass für bestimmte motorische Handlungen Parietalkortex, Motorkortex, supplementärmotorische Areale eine große Rolle spielen. Aber was mit dem Ziel, ich möchte zum Beispiel addieren oder subtrahieren oder noch komplexere Ziele, die man sich bilden kann? Um das festzustellen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Suchscheinwerfer definiert. Und dieser Suchscheinwerfer ist jetzt einfach nur ein plattes Label, um eine Analyse zu beschreiben, wo wir systematisch im Gehirn nach Informationen über die Ziele der Person suchen. Und das funktioniert wie folgt. Sie fangen an irgendeiner Stelle an, zum Beispiel hier an dieser Stelle im orbitofrontalen Kortex, und definieren dann ein kleines Cluster an Voxeln und sagen sich, kann ich von dem Muster in diesem lokalen Areal hier dekodieren, welches Ziel sich eine Person gerade gesetzt hat. Dann markieren Sie das, Sie notieren sich an dieser Stelle im Gehirn, notieren Sie sich,
So viel Information konnte ich da über das Ziel dekodieren. Wenn keine Information da ist, können Sie es auch nicht auslesen. Aber wenn Information da ist, dann können Sie es, wenn Sie Glück haben, auslesen und dann bekommen Sie eine überzufällige Dekodierung des Ziels, das die Person sich gewählt hat. Hier geht es nicht darum zu sagen, die Person hat ein Ziel oder hat kein Ziel, sondern es geht darum zu sagen, welches spezifische von diesen beiden möglichen Zielen, nämlich addieren oder subtrahieren, hat sie gerade sich ausgesucht. Und so gehen wir systematisch durch das ganze Gehirn und mappen im ganzen Gehirn, wie viel Information an jeder Stelle im Gehirn ist über die Ziele, die die Person sich gerade gewählt hat, und finden dann Folgendes. Sie sehen hier im Bereich des anterioren medialen präfrontalen Kortex, im Bereich Brodmann Area 10 und drumherum liegende Regionen, dort können wir von Mustern der Hirnaktivität dekodieren, welche verborgene Absicht eine Person sich gerade gesetzt hat. Da können wir auslesen, welchen spezifischen Plan sich eine Person gerade gesetzt hat. Und es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt. Also da sind quasi unsere Absichten gespeichert. Aber wir haben dann auch noch die zweite Phase ausgewertet. Die Phase, wo die Personen dann schon begonnen hatten, die Rechenaufgabe durchzuführen. Wir haben bestimmte Pläne, das sind Pläne für Dinge, die wir später machen wollen. Und es gibt andere Pläne, das sind Pläne für Dinge, die wir jetzt machen wollen. Ja? Zum Beispiel, ich habe einen Plan, ich werde morgen früh ein Flugzeug nach Berlin nehmen. Das ist ein prospektiver Plan für etwas in der Zukunft. Und ich habe einen Plan jetzt, der gerade mein Verhalten steuert, nämlich diesen Talk hier zu geben. Und der Plan für Dinge, die ich in der Zukunft machen möchte, scheint hier im Bereich Brodmann Area 10 kodiert zu sein. Und der Plan für etwas, was ich jetzt im Moment gerade mache, scheint hier im mehr dorsalen Bereich des medialen präfrontalen Kortex kodiert zu sein. Wir wissen aus der Neuropsychologie, dass, wenn wir Läsionen hier in diesem Bereich haben, dass eine der typischen Anzeichen für Läsionen im Bereich des Brodmann-Area 10 sind Verluste im prospektiven Gedächtnis, also meiner Fähigkeit, Handlungspläne, Dinge, die ich später durchführen möchte, mir zu merken und zum richtigen Zeitpunkt abzurufen. Diese Studie, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, ist eine, wo wir untersucht haben, wo ist das Handlungsziel kodiert, nachdem ich mir ausgesucht habe, bewusst, was ich machen möchte. Jetzt kann man sich aber fragen, wenn man sich das frei aussuchen kann, was man will, da wird jetzt die Willensfreiheit genutzt und jetzt kommt die große Frage, na, was passiert denn vorher im Gehirn? Ja? Subjektiv haben wir dann den Eindruck, wenn wir uns entscheiden, wenn wir uns frei entscheiden können, dass ich quasi aus dem Nichts heraus mich entscheiden kann. Ich bin nicht durch meine Hirnaktivität eingeschränkt, sondern kann eine beliebige Kausalkette quasi in der Welt starten. Das ist natürlich eine aus naturwissenschaftlicher Sicht verrückte Intuition, aber sie ist doch sehr hartnäckig und es ist ganz schwer, diese Intuition abzuschütteln. Die Frage ist aber, was können wir denn an Evidenz dafür kriegen, was bereits davor in der Hirnaktivität passiert ist? Was passiert denn, bevor wir diesen freien Entschluss gefasst haben? Gibt es möglicherweise Hirnaktivität, die verrät, du wirst jetzt gleich so und so entscheiden? Und das ist etwas, was wir hier in einer Studie untersucht haben. Und zwar haben wir eine neue Variante des berühmten Libet-Experiments gemacht, und zwar als kernspintauglich gemacht. Und bei diesem Experiment gingen Probanden in den Scanner und haben einen Knopf in die linke und in die rechte Hand bekommen. Und wir haben ihnen gesagt, bitte entspann dich und zu einem Zeitpunkt, den du frei wählen kannst, bitte entscheide dich spontan für die linke oder rechte Taste und drück die korrespondierende Taste dann sofort. Wir haben also zwei Dinge, die die Person entscheiden muss. Die eine interessiert uns, die andere ist nicht ganz so wichtig. In diesem Experiment geht es darum, dass die Probanden erstmal sich entscheiden müssen, wann möchte ich meine Wahl treffen und zweitens, ob ich dann den linken oder den rechten Knopf nehme. Das ist die zweite Wahlmöglichkeit, die ich habe. Das sind so die beiden Freiheitsgrade, die man in diesem Experiment hat. Uns interessiert die zweite, uns interessiert die Wahl für die linke oder rechte Taste. Und weil wir auch noch wissen wollten, wann die sich jetzt entschieden haben, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Buchstaben auf dem Bildschirm präsentiert und alle halbe Sekunde gab es einen neuen Buchstaben. Und wir haben ihnen gesagt, die Buchstaben sind total irrelevant, nur zu dem Zeitpunkt, wo du dich entscheidest, möchte ich gerne, dass du dir merkst, welcher Buchstabe auf dem Bildschirm war und mir das hinterher sagst.
Und es sieht jetzt also so aus, wir bekommen jetzt also so eine Buchstabenkette und dann entscheiden sie sich zum Beispiel für die rechte Taste, drücken die Taste sofort und dann kommen ein paar Zeichen auf den Bildschirm und dann sagen wir, welcher Buchstabe war gerade zu sehen, als du dich entschieden hast. Und dann sagen sie zum Beispiel dieser hier, der Buchstabe H. Dann können wir sagen, dass das, was davor ist, anscheinend Prozesse sind, die passieren, bevor wir uns entschieden haben. Hier entscheiden wir uns, hier sind Dinge, die passieren nach der Entscheidung und hier sind Dinge, die passieren vor der Entscheidung. Und jetzt kommt die Frage, können wir aus der Hirnaktivität auslesen, welche Entscheidung die Person treffen wird, noch bevor sie sich selber entschieden hat? Und vorerst gibt es noch einen kleinen Einschub. Die Dekodierungsmethode, die wir verwenden, ist eine, die jetzt nicht nur im ganzen Gehirn nach Informationen sucht, sondern auch zu verschiedenen Zeitpunkten. Hier ist die Entscheidung gefällt, aber wir schauen jetzt ein MR-Volumen zurück, zwei MR-Volumes zurück und so weiter und so fort zu verschiedenen Zeitpunkten. Und jetzt geht es also darum, wir wollen gucken, wo ist Information und wie früh ist die Information in der Hirnaktivität. Jetzt kann ich noch nicht alles Mögliche behaupten, dass diese Verfahren funktionieren, ja. Jetzt können Sie sagen, der macht einfach irgendwelche komischen mathematischen Datenanalysen, das ist eine Blackbox, da tut er ganz viel Daten rein und zum Schluss kriegt er irgendwelche interessanten Geschichten raus. Dann können wir einfach mal versuchen, uns einen Sanity-Check, also einen Test zu überlegen, wie stellen wir denn fest, dass diese Methode funktioniert. Nun, bei uns in der Arbeitsgruppe machen wir immer Sanity-Checks bei den Datenanalysen. Wir überlegen uns immer, naja, denk doch mal, du kannst doch bestimmte Vorhersagen treffen, wenn eine Methode richtig ist. Zum Beispiel würdest du vorhersagen, dass man aus bestimmten Regionen auslesen können müsste, wie die Wahl erfolgt ist, nachdem die Wahl erfolgt ist, nachdem die Person sich das ausgesucht hat, welchen Knopf sie drücken will. Nämlich würde man vermutlich sagen, wahrscheinlich kann man das auslesen aus dem Motorkortex und aus dem supplementärmotorischen Kortex. Ja, das wäre so die Hypothese, die man hätte. Und jetzt zeige ich Ihnen, was diese Analyse ausspuckt. Das ist das, was die Analyse ausspuckt, wenn man sie fragt, wo ist denn im Gehirn Information, nachdem sich die Person entschieden hat? Und das sind nicht Regionen, die wir a priori angenommen haben, sondern das sind Regionen, wo der Classifier gesagt hat, da ist Information darüber, ob die Person den linken oder rechten Knopf gewählt hat, nämlich im Motorkortex und im supplementärmotorischen Kortex. Das macht also Sinn. Ja? Also sehen hier auf der X-Achse ist die Zeit, die rote Vertikale, das ist der Zeitpunkt der Entscheidung und danach ist Information im Bereich des Motorkortex und im Bereich des supplementärmotorischen Kortex. Okay. Wenn wir also wissen, was rauskommen soll, scheint diese Analyse sinnvolle Ergebnisse zu liefern. Und jetzt stellen wir eine neue Frage. Wir fragen nicht, wo ist Information, nachdem sich die Person entschieden hat, sondern wo ist Information, bevor sich die Person entschieden hat. Und da bekommen wir ein anderes Set an Arealen. Nämlich diese hier, im Bereich des medialen präfrontalen Kortex wieder und im Bereich des parietalen Kortex, Übergangsgebiet zwischen precuneus und posterior singulärem Kortex. In diesen Regionen können wir dekodieren, welche Wahl eine Person treffen wird, noch bevor sie selbst sich entschieden hat, was sie gleich treffen wird. Ja? Und zwar nicht nur 200, 300 Millisekunden vorher, sondern bis zu 7 Sekunden, bevor sie sich entschieden hat, können wir aus diesen Regionen dekodieren, wie sie sich gleich entscheiden wird. Ja? Das ist 7 Sekunden, ist eine ziemlich lange Zeit. Und dann sagt man, wie kann das denn sein? Normalerweise ist doch in den Neurowissenschaften immer alles vorbei innerhalb von einer Sekunde. Ja? Das sind doch ganz komische Zeitskalen. Aber denken Sie mal drüber nach, über Ihre Handlungspläne. Diese Handlungspläne entfalten sich über Zeiträume von Tage, Wochen, Monate. Ja? Denken Sie nur an eine Promotion. Ja? Über verschiedene Jahre kann sich ein Handlungsplan erstrecken. Es ist also gar nicht ungewöhnlich, wenn eine Repräsentation sich langfristig aufbaut. Und in diesem Fall ist es auch noch so, dass die Personen sich selber aussuchen konnten, wann sie sich entscheiden wollten. Das heißt, damit ist nicht gesagt, dass sie jetzt nicht mehr Auto fahren können.
dass sie also nicht mehr in ein Auto einsteigen können, das Auto nicht mehr fahren können, weil sie quasi immer diese 7 Sekunden hätten. Ja? Das bedeutet das nicht, weil wir haben hier reaktive Entscheidungssituationen gar nicht untersucht, wo sie schnell auf externe Fragen, wollen sie Kaffee oder Tee oder sowas, reagieren müssen, sondern das sind Situationen, wo die Person endogen von sich heraus zu einem Zeitpunkt, den sie selber frei entscheiden kann, die Wahl treffen kann. Und dann sehen wir diese langfristigen Aufbau der Informationen. Vergessen wir das hier auch mal. Nun können wir eine ganze Reihe von Sanity-Checks noch dazu machen. Wir können sagen, vielleicht, das ist ja alles ganz komisch, vielleicht hat sich die Person einfach nur früh entschieden und dann einfach da mehrere Sekunden gewartet, um den Knopf zu drücken. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, und zwar aus folgendem Grund. Wir wissen, dass wenn eine Person sich entschieden hat, einen Knopf zu drücken und dann wartet, bis sie den Knopf drückt, dass dann sofort aus dem Motorkortex dekodiert werden kann, wie sie sich entschieden hat. In unserem Fall war es aber so, dass der Motorkortex viel später aktiv wurde und diese frühe Information ohne Motorkortex-Beteiligung für 7 bis 10 Sekunden im Gehirn vorhanden war. Das scheint also nicht die Erklärung zu sein. Es ist auch nicht so, dass man das Ganze erklären kann als ein sozusagen Übertrag aus dem vorherigen Durchgang und so weiter. Es gibt noch eine ganze Reihe von Punkten hier, die wir noch diskutieren könnten, gerne später. Aber ich denke nicht, dass es sich da um ein einfaches Artefakt handelt. Vor allen Dingen nicht um ein Artefakt der Gestalt, dass die Personen sich früh entscheiden und erst spät den Knopf drücken. Wir haben es dann auch noch gezeigt, dass man mit dem Addieren, Subtrahieren mit so einem Experiment auch noch machen kann. Das ist also, ich werde es nur kurz schildern, die Personen hier konnten sich also entscheiden, ob sie addieren oder subtrahieren wollten. Also sie konnten sich nicht frei für einen Knopf entscheiden, sondern sollten sich entscheiden, ob sie addieren oder subtrahieren wollten und sollten sich dann wiederum merken, welcher Buchstabe zu sehen war auf dem Bildschirm. Und was wir dann sehen, wiederum aus dem medialen präfrontalen Kortex und aus dem Parietalkortex, können wir wieder mehrere Sekunden vorher dekodieren, wie sich die Person entscheiden wird. Was wir natürlich wirklich gerne machen würden, ist, wir würden gerne ein Experiment machen, was ein bisschen mehr Maverick-artig ist, und würden jetzt gerne ein EEG-Experiment machen dazu. Und zwar, im Moment arbeiten wir gerade an Dekodierungsverfahren, die Dekodierungsgenauigkeit maximieren. Und wenn wir das mal richtig hinkriegen, dann könnte man folgendes kleines Experiment machen. Wir würden das gerne in einen LKW oder in einen Bus einbauen, dieses Experiment. Und Sie kommen jetzt in diesen Bus rein und da ist ein Knopf. Und Sie sollen jetzt diesen Knopf drücken. Ab und zu mal spontan mal diesen Knopf drücken. Und der Knopf ist beleuchtet. Und die einzige Constraint ist, dass Sie den Knopf nicht drücken dürfen, wenn das Licht an ist an dem Knopf. Ja, also beleuchtet dürfen Sie es nicht drücken, wenn es nicht beleuchtet ist, dürfen Sie es drücken. So, und jetzt, das ist eine relativ einfache Aufgabe, wird Ihnen aber parallel dazu das EEG abgenommen und wir versuchen vorherzusagen, wann Sie sich jetzt gleich entscheiden werden. Und dann, immer wenn Sie kurz davor sind, sich zu entscheiden und gerade den Knopf drücken wollen, schalten wir das Licht an, weil wir ja vorher gesagt haben, dass Sie sich jetzt gleich entscheiden werden. Ja. Wir sitzen dann also da und wollen gerade drücken und plötzlich geht das Licht an. Sie können also erleben, wie vorhersagbar Sie sind, indem nämlich Sie glauben, dass Sie dann spontan tätig werden, aber aus Ihrer Hirnaktivität kann man vorhersagen, dass Sie sich gleich entscheiden werden und nach dem anderen Experiment sogar, wie Sie sich gleich entscheiden werden. Und dieses Experiment würden wir gerne deswegen in den Bus einbauen, weil wir damit gerne durch die Lande fahren würden und würden gerne Menschen von ihrem irrationalen Glauben an einen freien Willen therapieren und einfach mal aus neurowissenschaftlicher Sicht einfach mal schön zeigen, wie vorhersagbar wir doch alle sind, was wir gerne in unseren Verhaltensinterpretationen gerne zu verleugnen versuchen. In den verbleibenden paar Minuten werde ich Ihnen jetzt nur noch kurz zwei Themen nahebringen. Das sind, ich habe Ihnen jetzt ein paar Beispiele für dieses Gehirnlesen gezeigt. Jetzt würde ich Ihnen gerne kurz die Grenzen des Gehirnlesens zeigen und dann technische Anwendungen und Ethik. Nur noch kurz zum Schluss. Natürlich können wir jetzt nicht mit diesen Verfahren gleich ein universelles Gedankenlesegerät bauen. Ja? Aber wir können mehr Informationen aus der Hirnaktivität auslesen,
als wir bis vor, sagen wir, vor 5 oder vor 10 Jahren überhaupt für möglich gehalten hatten. Und dazu muss man die richtigen Analysen verwenden. Und trotzdem ist das noch ein weiter Weg. Und was sind die Faktoren, die wir da noch klären müssen auf diesem weiten Weg? Das eine ist natürlich die begrenzte Auflösung. Mit dem Kernspintomographen messen wir die Hirnaktivität in unglaublich begrenzter Auflösung. Wenn wir Einzelzelldaten bekommen könnten für sowas, das wäre natürlich fantastisch. Ja. Dann könnten wir viel dichter an die mentalen Inhalte rankommen. Ja. Also es ist überhaupt verwunderlich, wie viel Information über die Gedanken einer Person man aus diesen Kernspinsignalen herausbekommen kann. Ja. Das hätte vor 5 Jahren, hätte das niemand für möglich erachtet. Ja. Es stellt sich überhaupt erst raus, wie viel Information man in Daten drin hat, wenn man weiß, wie man die Daten gut analysiert. Aber natürlich, wenn wir noch mehr Daten, noch mehr Informationen bekommen können, wenn wir mit Einzelzellanalysen oder noch besser, also aus einer einzelnen Zelle wird man auch nicht viel rauskriegen, sondern aus Populationen von Single-Cell-Responses. Andere Fragen sind natürlich für solche Classifier, genau wie mit den Arbeiten von Quiroga zu den Einzelzellableitungen, die Frage, worauf reagiert denn so ein Classifier überhaupt? Reagiert er, wenn ich ihn zum Beispiel auf Jennifer Aniston trainiere, möglicherweise gar nicht auf Jennifer Aniston, sondern nur zum Beispiel auf das rote Kleid oder auf die glatten Haare. Hier sind die Haare kraus und hier ziehe ich ein anderes Kleid an und so weiter. Ich muss also sicherstellen, dass der Classifier die richtigen Aspekte der Information aus der Hirnaktivität extrahiert. Also wenn der Classifier in diesen beiden Fällen gleich reagiert, obwohl sich Jennifer Aniston ziemlich verändert hat, dann wird der Classifier wahrscheinlich Jennifer Aniston abgenommen haben. Aber wenn sich das Aktivitätsmuster verändert, dann ist wahrscheinlich dieses Muster hier nicht kennzeichnend für Jennifer Aniston, sondern vielleicht für das Kleid oder die Haarfarbe. Die Haarfarbe ist in beiden Fällen gleich, aber die glatten Haare oder vielleicht irgendwelche anderen Aspekte, den weißen Hintergrund oder sowas. Ja? Ein weiterer Punkt ist, wenn wir diese Aktivitätsmuster, die bestimmte Gedanken initiieren gelernt haben, dann haben wir noch das Problem der Plastizität. Wir können jetzt hiermit auf einer inhaltsbasierten Weise können wir kernspintomographische Analysen machen. Wir können nicht nur sagen, jetzt ist was aktiv, wenn jemand zum Beispiel an seinen Lieblingsfilm denkt oder an sein Lieblingsessen oder an seine Lieblingsmusik denkt, sondern wir können sagen, was ist der spezifische Lieblingsfilm, was ist die spezifische Lieblingsessen, was ist die spezifische Lieblingsmusik. Also wir können Repräsentationen statt einfach nur unspezifische Aktivierungen untersuchen. Und diese können sich natürlich auch über die Lebensspanne ändern. Das ist vielleicht meine Präferenzen, als ich jung war, Lassie, Hamburger und Heavy Metal Musik und jetzt eher so Sissi, Schonkost und bayerische Blasmusik. Ja. Also Präferenzen können sich ändern. Und die Frage ist, was passiert mit den Aktivitätsmustern, die bestimmte Gedanken kodieren, über die Lebensspanne? Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur die billige kortikale Plastizitätsfrage, es ändert sich im Laufe des Lebens durch Pruning irgendwas in der Anzahl der Synapsen oder sowas. Es ist die Frage, welche Aktivitätsmuster, spezifischen räumlichen Aktivitätsmuster im Gehirn, ändern sich über die Lebensspanne, wenn bestimmte mentale Inhalte kodiert werden. Das ist eine ganz andere Art von Fragestellung. Ganz ähnlich ist es auch so, dass wenn man sich fragen kann, wie ähnlich sind denn die Aktivitätsmuster für bestimmte Gedanken über Probanden hinweg? Wir kennen dieses Beispiel hier, das ist das Gesichtsareal. Da ist das Gesichtsareal bei jeder Person ungefähr an der gleichen Stelle. Aber die feinkörnigen Aktivitätsmuster, die von dieser Mustererkennung aufgefangen werden, die sind sehr unterschiedlich von Person zu Person. Das heißt, wenn Sie an die detaillierten, feinkörnigen Aspekte der Gedanken einer Person ran wollen, dann müssen Sie den Classifier für eine individuelle Person trainieren. Es reicht nicht, dass Sie einfach ihn an einer Person lernen und an einer anderen Person anwenden. Ja? Und letztendlich gibt es das Problem, dass wir endlich unbegrenzt viele Gedanken haben können. Wir können ganz viele verschiedene Gedanken haben. Und die Analogie mit dem Fingerabdruck und der Fingerabdruckdatenbank funktioniert natürlich für die Gedanken nur dann, wenn sie irgendwie lernen können, für die ganzen anderen Gedanken, für die sie jetzt kein Beispiel haben, auch die Aktivitätsmuster irgendwie in Erfahrung zu bringen. Wenn die verschieden sind für jede Person, ist also ein mathematisches Problem, wo ich also Interpolationsverfahren und sonst was verwenden muss, um in Erfahrung zu bringen, ich weiß jetzt, was passiert, wenn jemand an ein Fahrrad denkt,
Ich weiß, was passiert, wenn jemand an ein Auto denkt, aber was ist das Aktivitätsmuster für ein Motorrad? Nun, ein Motorrad ist sowas Ähnliches wie eine Mischung aus einem Fahrrad und einem Auto, und vielleicht ist das Aktivitätsmuster im Gehirn auch sowas Ähnliches wie eine Mischung aus den beiden anderen Aktivitätsmustern. Das ist ein plattes Beispiel, aber die Idee dabei ist, dass man möglicherweise sich Ähnlichkeitsbeziehungen ausnutzen kann, und dann muss ich nur das Aktivitätsmuster für das Fahrrad kennen und nur das für das Auto kennen, und dann weiß ich, wie das Aktivitätsmuster für das Motorrad ist. Also so könnte man sich das vorstellen. Ganz zum Schluss noch kurz technische Applikationen. Wir machen jetzt eine Reihe von technischen Applikationen hier. Das ist ein Projekt, wo wir feststellen wollten, wir wollten einfach mal was machen, was man verwenden kann. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen dieser Techniken, und allen diesen Anwendungen ist zu eigen, dass sie nicht erfordern, dass man die Gedanken einer Person bis ins beliebige Detail aus der Hirnaktivität auslesen können muss. Sondern es reicht häufig für eine Anwendung eine binäre Entscheidung. Und das können Klassifikationsalgorithmen besonders gut. In diesem Fall wollten wir wissen, ist jemand an einem Tatort gewesen, ja oder nein? Und wir haben es erstmal mit virtueller Realität gemacht. Wir hatten also hier Leute, die durch solche virtuellen Realitätshäuser gelaufen sind. Es gab acht Häuser. Durch vier dieser Häuser sind sie gelaufen, durch vier dieser Häuser sind sie nicht gelaufen. Dann haben wir den Classifier trainiert, zu erkennen, welche sie jetzt irgendwie gesehen haben, welche nicht. Und dann haben wir es auf einem neuen Paar getestet und wir konnten mit 80% Genauigkeit sagen, ob die Person schon mal an diesem Ort gewesen ist, ja oder nein. Das heißt also, Sie könnten jetzt hier, es sind eine ganze Menge Fragen offen, aber es wäre so eine typische Anwendung, die man vielleicht gerne hätte. Ja? Ist jemand, have you been here before? Ja? Es gibt eine ganze Dark Matter an Forschung in den USA zu solchen Themen, die DARPA zum Beispiel finanziert, Militär finanziert, die versuchen sowas mit EEG zu machen. Und es wird nicht publiziert, diese Dark Matter, diese Hintergrundmasse, weil natürlich man sich davon bestimmte militärische Anwendungen verspricht. Aber hier sehen wir, dass wir das mit einem Kernspintomographen wahrscheinlich auch machen können. Hier ist noch ein Experiment zum Thema Neuromarketing, Gehirnmarketing. Und das ist ein Experiment, das wurde vor 3 Monaten jetzt gerade publiziert. Und da wollten wir wissen, ich habe ganz viele Vorträge gegeben und die Leute haben mich immer gefragt, können Sie auch Kaufentscheidungen vorhersagen? Ja? Ich bin das so oft gefragt worden, dass es irgendwann zum Hals raushing. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt eine Studie mit der Doktorandin Anita Tusche, haben wir so ein Experiment gemacht. Und zwar haben wir Leuten Bilder von Autos gezeigt. Das waren Autonarren. Und diese Autos haben wir jetzt den Leuten gezeigt und dann wurde währenddessen wurde ihre Hirnaktivität gemessen. Jetzt gab es eine Gruppe von Probanden, die haben eine aktive Bedingung gemacht. Und während dieser aktiven Bedingung, da sie gebeten, die Autos zu evaluieren, nämlich zu sagen, ob sie das Auto gut finden, ja oder nein. Und hinterher haben wir sie gefragt, nach dem Experiment, haben wir sie gefragt, würden sie das Auto kaufen, ja oder nein? Und haben wir ihnen die ganzen Autos gezeigt. Und das sind quasi die Labels wieder für den Classifier. Wir versuchen also hier von der Hirnaktivität, während die Leute das Ganze sehen und aktiv evaluieren, zu sagen, ob sie dann hinterher das Auto kaufen würden, ja oder nein. Oder zumindest behaupten würden, dass sie das Auto kaufen würden, ja oder nein. Und wir stellen fest, dass aus Regionen des Belohnungssystems, wiederum medialer, präfrontaler Kortex und Insula, können wir auslesen mit um die 75% Genauigkeit, ob jemand das Auto kaufen würde, ja oder nein. Und das ist jetzt vielleicht nicht besonders rätselhaft. Interessanter wird es bei der zweiten Probandengruppe. Die zweite Probandengruppe hat genau was Ähnliches gemacht, aber sie wussten nicht, dass die Autos relevant waren und dass sie hinterher danach gefragt werden würden. Es war so, dass sie zwar, die Autos wurden in ihr Gesichtsfeld geflasht, aber ihre Aufgabe war, auf einem Fixationspunkt hier eine ganz komplizierte Diskriminationsaufgabe zu machen, die ganze Zeit durchlief, und die Autos waren eigentlich erstörend im Hintergrund des Bildes. Jetzt könnte man sagen, naja, dann haben sie ja nicht auf die Autos geachtet. Und tatsächlich war die Aktivität im visuellen Kortex reduziert. Sie konnten hinterher sich auch nicht mehr so gut an die Autos erinnern. Aber wir konnten genauso gut aus der Hirnaktivität
auslesen, ob sie diese Autos kaufen würden oder nicht. Das heißt, während die Hirnaktivität, die dabei entsteht, während Personen Autos passiv verarbeiten, quasi im Hintergrund verarbeiten, ist ausreichend, um festzustellen, ob sie diese Autos kaufen würden oder zumindest selber sagen würden, dass sie sie kaufen würden. Und sie ist genauso gut wie die Information, wenn die Autos aktiv evaluiert werden. Das heißt, das ist diese ganze First Impression Idea. Das heißt, dass man also einfach nur die ganze bewusste Verarbeitung bringt gar nichts. Die Kaufentscheidung wird also anscheinend schon durch automatische Mechanismen ausgelöst, die die ganze Zeit ablaufen, auch wenn man auf was ganz anderes achtet. Also wenn Sie durch den Supermarkt gehen in Zukunft, dann wissen Sie, wenn in der Peripherie irgendwo ein Objekt, ein Produkt auftaucht, dann können Sie nicht ausschließen, dass Ihr Gehirn gerade darüber nachdenkt, ob es möglicherweise dieses Produkt kaufen würde, auch wenn Sie gerade über was ganz anderes nachdenken. Handwaving, ja. Und diese technologischen Anwendungen sind welche, die jetzt tatsächlich schon vor unserer Tür stehen. Und zwar ist es so, dass in den USA es zwei Firmen gibt, die Dienstleistungen anbieten, die mit Kernspintomographie Lügendetektion machen wollen. Das ist die Firma Cephos und die Firma NoLieMRI.com. Und diese Firmen bieten das jetzt schon an und haben neulich einen Gerichtsprozess gehabt. Da ging es um die Zulassung von Kernspintomographen als Beweismittel vor Gericht zur Begutachtung von Zeugenaussagen. Da gab es ein Hearing vor einem Bundesgericht in den USA, ein sogenanntes Daubert Hearing. Und da wurden Leute wie Markus Raichel wurden da eingeladen und sollten sagen, ob sie das für sinnvoll halten oder nicht. Also es gibt Leute, die an die Öffentlichkeit treten und behaupten, wir können das schon. Das ist keine Zukunftsmusik. Das passiert jetzt in diesem Moment gerade, gibt es Leute, die solche Dienste anbieten. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, dass wir da Qualitätsstandards definieren müssen und einfach sagen, dass wir da keine Kurpfuscher ans Werk lassen und keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern auch da sozusagen trotzdem, dass da viel passiert in diesem Forschungsgebiet im Moment gerade, dass wir auch vorsichtig sind, um sicherzustellen, dass wenn da etwas angeboten wird, dass es auch bestimmten Qualitätsstandards entspricht. Und mit diesem sozusagen Blick in die Anwendung würde ich jetzt beenden. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube, dass wir viel mehr Informationen aus der Hirnaktivität auslesen könnten, als wir vor ein paar Jahren hätten für möglich gehalten hätten. Aber wir sollten uns nicht von den Schwierigkeiten in diesem Gebiet zu sehr in Sicherheit wiegen lassen, dass solche Techniken nicht als Anwendungen auftauchen. Und zwar deswegen, weil die Anwendungen häufig ganz einfache Klassifikationsprobleme bereiten. Und die kann man bereits heute schon zu gewissen Teilen schon in technischen Anwendungen realisieren. Und da gibt es also auch anscheinend schon einen ziemlichen Markt dafür. Denn würde ich dann einfach hier beenden und vielleicht noch kurz einen Blick auf das Bernstein Center, da wo ich herkomme. Das ist das Bernstein Center for Computational Neuroscience in Berlin. Da arbeiten wir. Die Idee dieses Zentrums ist eine BMBF-Förderung, mit mathematischen Verfahren neurowissenschaftliche Daten zu analysieren. Und das ist das neue Bildgebungszentrum in Berlin, das wir gerade aufbauen mit zwei neuen 3-Tesla-Scannern. Und das ist 5 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof entfernt. Also wenn Sie ein bisschen mehr über dieses Forschungsgebiet erfahren wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen, wenn Sie mal in Berlin sind. Vielen Dank.